Wir sind Tina und Dirk und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Nachdem wir in den letzten Wochen ausgiebig im Norden Spaniens unterwegs waren und uns dabei sowohl von der atemberaubenden Küste als auch von Zielen im Inland haben begeistern lassen, sind wir nun in Portugal. In der letzten Woche haben wir uns vor allem die Hafenstadt Porto angeschaut. Wir sind durch die sehenswerte Altstadt geschlendert, haben über die vielen Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte gestaunt, nach 3,5 Jahren freistehend zum ersten Mal wieder auf einem Campingplatz übernachtet und uns im Anschluss an einen der vielen Traumstrände zurückgezogen. Im heutigen Video testen wir unter anderem aus, wie gut das Freistehen in Portugal funktioniert, legen ungeplante Stops an einsamen Stränden ein, begeben uns auf die Suche nach den höchsten Wellen der Welt in Nazaré und enden an einem Ort, der es in sich hat. Kommt mit! Hallo zusammen! Wir haben unsere ersten Freistehnächte in Portugal hinter uns. Wir stehen hier am Praia de São Pedro de Mecheda. Ich habe gerade eine halbe Stunde gebraucht, um das auswendig zu lernen. Der Strand hier ist knapp 30 Kilometer südlich von Porto und 2-3 Aufnahmen von hier haben wir euch schon in unserem letzten Video gezeigt, als wir hier am Ende angekommen sind. Seitdem sind 3 Tage und Nächte vergangen, an denen wir diesen traumhaften Strand hier mal so wirklich richtig genossen haben. Und jetzt können wir auch ganz persönlich bestätigen, dass sich die Polizei wirklich in keiner Weise dafür interessiert, dass hier Camper stehen. Freistehen direkt am Strand klappt also auch in Portugal, noch zumindest hier. Ja, wie das weiter südlich aussieht, das wissen wir natürlich noch nicht. Spätestens ganz im Süden an der Algarve soll es ja leider so gut wie gar nicht mehr möglich sein. Aber da kommen wir heute nicht mehr hin, denn da liegen noch hunderte Kilometer zwischen uns. Und wir fahren jetzt aber trotzdem weiter Richtung Süden. Mal schauen, wie weit wir kommen und wo es uns hin verschlägt. Aber bevor wir losfahren, zeigen wir euch noch ein paar Aufnahmen von diesem Strand hier aus den letzten Tagen. Habt ihr übrigens das Teil hier schon gesehen? Ein Surferhotel, ein mobiles Surferhotel in einem LKW-Auflieger mit ja, so ziemlich allen Slide-Outs, die man sich vorstellen kann. Das sieht richtig, richtig cool aus. Die stehen hier wohl mehrere Wochen im Jahr auf diesem Platz. Wir haben das Teil aber auch schon mal in einem Video gesehen von Leuten, die in Marokko unterwegs waren. Also die ziehen dann ja im Winter wohl immer der Sonne hinterher. Cooles Konzept irgendwie. Es ist immer wieder interessant, wo ein Google so lang führt, wenn man mautfrei sich navigieren lässt. Ja. Wir sind jetzt kurz vor unserem Ziel von heute, aber gerade noch mal kurz hier angehalten, weil es hier eine Fähr- und Entsorgungsstation an einer Tankstelle und einem Supermarkt gibt. Wir haben noch nicht so wirklich ein Gefühl dafür, wie viele solcher Stationen es hier in Portugal überhaupt gibt. In Nordspanien waren die ja wirklich super flächendeckend zu finden. Aber ja, hier wissen wir das noch gar nicht so genau und die werden wir jetzt mal einmal nutzen und danach bestimmt auch noch mal einmal fix in den Supermarkt reinspringen, um uns ein paar Snacks zu besorgen. Ich habe Shopping gemacht. Juhu!
Guck mal, wer am Steuer sitzt. Und wer einen Schluck auf hat seit einer halben Stunde. Wir sind jetzt hier am nächsten Strand, ganz weit weg von der Zivilisation. Wir mussten gerade gut 7 Kilometer Schotterpiste fahren. Und das scheint auch der Grund zu sein, warum hier gar nicht so viel los ist. Und jetzt gucken wir uns mal den Strand an. Yay! Zwei andere Vans sind hier. Gut, hier wurde mal ein Haus angefangen zu bauen, aber ansonsten ist hier auch laut Google Satellitenansicht kilometerweit in alle Richtungen nichts, nur Natur, Dünenlandschaft, Wälder. Ja, was meinst du? Gefällt dir das wohl? Guck mal, jetzt ist das gar nichts, kilometerweit. Und dann war der Kamera-Akku leer. Fest steht aber, es ist wahnsinnig schön hier. Dieser Strand geht in beide Richtungen kilometerweit. Und ja, wir bleiben hier. Wir richten uns jetzt gerade häuslich ein für die Nacht. Mir gut. Perfetto. Schön. Unsere wiederbefüllbaren Kaffeekapseln vom Lidl funktionieren übrigens immer noch super, aber nach einem halben Jahr Dauerbenutzung, täglich, teilweise mehrfach am Tag, fangen jetzt langsam an, die Silikondichtung oder Gummidichtung hier abzufallen. Also bei zweien sind sie inzwischen abgefallen. Sie funktionieren trotzdem noch und wir sind auch immer noch super zufrieden. Und ich meine, 2 Stück für 5,99 waren es, glaube ich, damals. Und dafür haben wir eben noch kein einziges Mal normale Kaffeekapseln kaufen müssen. Ich finde es super. Wir werden heute hier bleiben, so viel kann ich schon mal sagen. Steht mal wieder Daten organisieren an, Festplatten befüllen und SD-Karten leer machen. Und dann werden wir ein bisschen am nächsten Video schneiden und nachher vor allem den Strand hier noch ein bisschen genießen und hoffentlich noch ein paar Fliegen aus unserem Auto rausbringen, wollte ich sagen. Ja, die Sonne scheint, das Solarpanel ist aufgestellt. Es ist sehr ruhig hier. Es ist ein Traum.
Ist es nicht herrlich hier? Wir sind sehr froh darüber, dem deutschen Herbst noch ein bisschen entfliehen zu können. Ich meine, was gibt es Besseres, als in der Sonne zu sitzen, nur ein paar Meter vom Strand entfernt. Wenn auch ihr in den Süden wollt oder gerade darüber nachdenkt, vielleicht bald in die Sonne zu fliegen, solltet ihr euch mal NordVPN anschauen, den Sponsor unseres heutigen Videos. Ihr fragt euch vielleicht warum, denn was hat ein VPN-Anbieter mit Urlaub zu tun? Ist er nicht dafür da, damit man sicher im Internet surfen kann, ohne dass die persönlichen Daten ausspioniert werden? Ja, definitiv, das ist die Kernfunktion eines VPNs, aber mit NordVPN geht noch so viel mehr. Ihr könnt mit NordVPN zum Beispiel günstigere Flüge oder Mietwagen buchen, denn habt ihr schon mal festgestellt, dass Flüge teurer werden, je häufiger ihr danach sucht? Oder wusstet ihr, dass man Mietwagen häufig günstiger buchen kann, wenn man sie über die Website eines anderen Landes bucht, beim selben Anbieter mit denselben Daten und dem gleichen Mietwagen, aber zum Beispiel über die US-Webseite des Anbieters statt über die deutsche? Dazu könnt ihr mit NordVPN einfach den digitalen Standort eures Computers oder Handys auf das Land eurer Wahl ändern und schon könnt ihr bares Geld sparen. Aber nicht nur das, auch exklusive Inhalte auf Streaming-Plattformen könnt ihr durch diese Methode freischalten. Darüber hinaus schützt euch NordVPN vor schädlichen Webseiten, blockiert nervige Pop-ups, checkt eure Downloads vor Viren und vieles mehr. Und wenn ihr auf www.nordvpn.com/letsgetotter hier geht, bekommt ihr gerade auch noch 4 gratis Monate zum 2-Jahres-Deal. Schaut euch das gerne mal an. Und ich backe jetzt einen Bananenkuchen, denn den hatten wir schon lange nicht mehr. Wir haben 2 richtig coole Nächte hier verbracht. Es ist einfach so schön und so abgeschieden hier. Es sind wirklich nur ein paar Autos vorbeigekommen in der Zeit, in der wir jetzt hier waren. Heute ist das Wetter leider ein bisschen durchwachsen, aber wir wollten eh weiter Richtung Süden fahren und versuchen, so nah wie möglich an das Surferparadies Nazaré ranzukommen. Denn das gucken wir uns morgen an. Also los geht's! Hier gibt es in jedem Fall viele kleine Dörfer an der Küste, die sehr schön sind, wo sich ein Anhalten lohnt. Mhm. Hätten wir noch viel, viel mehr Zeit, würden wir überall auch viel mehr Zeit verbringen. Ja. Aber wie im letzten Video gesagt, wollen können wir in Portugal nicht ganz so viel Zeit verbringen wie in Nordspanien. Deswegen fahren wir noch ein Stück weiter.
Ja, okay. Ich glaube, wir fahren heute doch nicht mehr bis Nazaré. Wir sind hier so eine knappe Dreiviertelstunde von Nazaré, von dem Ort, noch entfernt. Und dieser Strand hier ist so traumhaft schön, dass wir gesagt haben, wir würden gerne hier bleiben. Der Parkplatz hier ist auch super. Der ist hinter den Dünen, super abgelegen von den umliegenden Dörfern. Wir haben gerade nachgeschaut, er ist tatsächlich auch bei Park for Night markiert. Wir haben ihn gefunden, als wir die Google-Satellitenansicht uns angeschaut haben, hinten im nächsten Ort, um uns einfach hier die Umgebung anzuschauen. Und da haben wir diese kleine Straße gesehen, die hierher führt, und haben gedacht, oh, da lass doch mal hinfahren, um zu gucken. Ja, er ist bei Park for Night markiert. Das Übernachten scheint hier auch in Ordnung zu sein. Und das werden wir jetzt, glaube ich, machen und dann erst morgen nach Nazaré fahren. Wir haben heute wieder Bombenwetter und wir sind jetzt gerade in Nazaré angekommen. Gefühlt ist leider in der ganzen Stadt Parkverbot für Wohnmobile, aber wir sind jetzt auf diesem Parkplatz hier gefahren. Hier scheint es fein zu sein, laut Park for Night Bewertung. Schauen wir mal. Ja, es stehen echt überall in der gesamten Stadt große Schilder. Ja. Hoffen wir mal. Wird schon passen. Ja. Ja, Nazaré ist vor allem dafür bekannt, dass es hier die größten, die höchsten Wellen der Welt gibt. Die höchste jemals gesurfte Welle der Welt, die wurde hier gesurft. Und genau an den Punkt werden wir jetzt mal gehen und mal schauen, wie hoch die Wellen heute so sind. Der Strand sieht wirklich aus wie gemalt. Super, super schön. Ja. Thank you.
Im Leuchtturm hier gibt es auch ein kleines Museum. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person. Und hier gibt es zum einen eine kleine Ausstellung mit Surfboards der Big Wave Surfer und so ein bisschen, die Geschichte des Big Wave Surfens erklärt. Vor allem wird aber auch erklärt, geologisch gesehen, warum hier solche großen Wellen überhaupt entstehen. Und das ist in erster Linie wegen eines großen Unterwasser-Canyons, der hier auf die Küste trifft. Und an den Rändern wird das Wasser eben nach oben gedrückt. Und das gepaart mit dem Wind und den Wellen, die aus der anderen Richtung kommen, drückt diese Wellen eben noch weiter nach oben, sodass hier die größten Wellen der Welt entstehen. Wir werden diese Monsterwellen jetzt nicht sehen, denn die treten in aller Regel im Winter auf, in den Wintermonaten, wenn hier so richtig die Stürme walten. Das muss echt ein Erlebnis sein, das mal persönlich zu sehen. Wir laufen gerade runter in den unteren Teil der Stadt. Dafür gäbe es auch eine Zahnradbahn. Aber wir haben uns gesagt, runter können wir ja wohl laufen. Dann fahren wir mit der Zahnradbahn gleich wieder hoch. Hi, du hast so kleine Augen, wie du klein bist. Hallo. Muss man auch mal kurz sagen, für 2 Cappuccino, 2 Waffeln mit Erdbeeren und Bananen und einen alkoholfreien Cocktail haben wir gerade 19,80 Euro bezahlt an der zentralen Strandbar. Ja. Da kann man alles andere als meckern. Ja. Man merkt auf jeden Fall, dass die Hauptreisezeit hier vorbei ist. Es ist echt ganz schön leer, aber richtig gut. Ja. Ja, wir haben Fotos gesehen, da ist dieser Strand vollgepackt mit so Pavillons und ja, einfach voller Menschen. Ja. Das ist kein Vergleich. Nope. Nach einem tollen Tag in Nazaré machen wir uns am späten Nachmittag auf den Weg raus aus der Stadt, um uns einen Schlafplatz für die Nacht zu suchen. Den finden wir ein paar Kilometer südlich von Nazaré an diesem abgelegenen Küstenabschnitt. Wir hatten zuvor erst noch den offiziellen kostenlosen Stellplatz in Alcobaça angefahren, der aber bereits bis auf den letzten Platz belegt war. Verständlich, wenn man bedenkt, dass man dort nicht nur kostenfrei übernachten, sondern sich auch noch an einen der dort kostenfreien Stromanschlüsse anschließen kann. Aber was ist schon ein kostenloser Stromanschluss, wenn man ausreichend Solar hat und die Nacht auch an Plätzen wie diesem verbringen kann? Und hier beenden wir nun auch das heutige Video. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude daran, mit uns ein Stück durch Portugal zu reisen. Falls ja, freuen wir uns wie immer sehr über euren Daumen nach oben und natürlich über euer Abo, falls ihr uns nicht sowieso schon abonniert haben solltet.
Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und freuen uns darauf, euch vielleicht am nächsten Sonntag wiederzusehen, wenn es für uns weiter Richtung Süden geht. Hoffentlich bleibt das Freistehen so einfach wie bisher. Viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Ja, wie das weiter südlich aussieht, das wissen wir natürlich. Ich habe uns was gekauft. Ich muss das nochmal machen. Shit. Entschuldigung, sind Sie eine Muschelforscherin? Ja. Sieht gar nicht dumm aus. Möchtest du dein Erlebnis kurz beschreiben? Da war ein kleines Gasmibi. Der hat ihn gern gestreichelt. Das war ein bisschen schüchtern. Ja, du bist auch sehr groß im Verhältnis zu einer kleinen Katze. Ja, ich weiß. Ist auch okay. Okay?